Garage, eigene Fahrzeuge. So, da gehört dazu dann das FreeFlow HS8. FreeFlow HS8. Das passt da nicht. Da scheitert schon daran. Es gibt kein FreeFlow HS8. Es ist ein Was hast Maisgebiss. du gekauft? Beflow HS8. Das ist ein Maisgebiss. Gott, dann nehmen wir halt den da, das hat 7 Meter. Was hat denn das alte gehabt? 4. Das hat 7. Was hat das? Das brauchen wir. 25. 7,6 Meter. Kostet 38.000. Jetzt hast du. Jetzt musst du damit zufrieden sein. Mehr kriegst du damit echt nicht. Auf was war das angeht? Ja, cool, machst du ja sondern also normalen Frauen gehen. Bin super im Lenken. Ja. Damit lässt sie arbeiten, oder? Ein Schnellwerkswagen wäre interessant, gell? Was kostet denn so ein Teil? Gibt's da überhaupt einen? Nee. Oder Kann sind ja die jeden extra? kurz schauen. Ja, wo sind die drin? Ich glaube, die sind extra. Die Maschine Schwader, bla bla bla. Das fällt der Klarschneider, okay. Schneidwerkswerken. Ganz unten, vorm Förderbandsystem. Also mit 3000 geht los, aber wir brauchen ja eins für den Freeflow eigentlich. Es bezieht sich auf die Wir brauchen Länge, glaube ich. was für die Länge hat. Was haben wir denn für eine Länge? Nur der erste ist halt nicht kompatibel, wir brauchen die halt von T immer. Ja, steht halt keine Länge da. Dann nehmen wir einfach den Quattro 40, oder? Ja, der passt auf jeden Fall. Bringt eh nichts. Farbe? Rot. Egal. Ne, lass mal Oberfarbe. Standard. Kann auch Standard. gelb lassen. Ja, kostet wenigstens nichts. Ja, gelb ist So, geil. hier ist er. Kann ich nicht anheben. Ah, jetzt muss ich. Muss verkehrt draufstellen. Ist falsch. Andersrum. Soll ich da Von jetzt der reinkommen? anderen Seite ja. Entweder du stellst den weg oder Ah, das geht. du könntest es drauf. Bin aber gespannt, ob es hier Spanngurte oder sowas gibt. Der ist ja viel zu hoch, ey. Ja, das passt doch so irgendwie. Du musst weiter nach vorne. Nur ein Stück. So, jetzt passt. Ein Stück zurück. Zack, jetzt passt. Kuh. Abhängen. Genau. Und dann musst du voll anhängen und dann wahrscheinlich fixieren. Vorsichtig. Ruhig, Bruder, ruhig. Orange Stecken, stopp, so. Keine Ahnung, ob du fixieren musst oder nicht. Geräteauswahl abkoppeln, aussteigen. Ich kann da nichts fahren. Ja, dann wird er vielleicht schon fixiert sein, oder? Gerät wechseln. Oh, Drescher, ich glaube, das war nicht. Aussteigen, Licht, Geräte wechseln. Ja, wird passen. Gut. Wird Also es läuft. passt. Ich schätze Aber mal. wir haben es einfach drauf gekracht. Ja, fahr mal, ich werde mal gucken, was das sagt. Bremst mal. Ja, das haltet fest. Du musst ja auch einfach vorsichtig fahren, dann wird schon gehen. Ich wollte jetzt in Öhra fahren, um das zu testen. Nee, fahr vorsichtig, anständig, so wie es gehört, Junge. 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 Unser Unkraut wächst immer nicht.
Weil der fährt mittlerweile schon hier 32 km/h, also der Junge. Ja, der fährt das 10 km/h schneller als der andere normal. So, was haben wir denn als Schlepper jetzt da? Über den da? Also wir haben jetzt Kredit von Haufen Geld und den müssen wir zurückzahlen. Wir haben einen Kredit von 125.000. 125.000. Ich schreibe hier gerade auf irgendeine Rechnung von den Jumperkabeln. Naja. Wer's braucht, wird zählig. Genau. Weil ich schreibe mit einem Textliner. Ich werde schon mal den Ladewagen vorbereiten. Den wir auch Genau, brauchen. Ladewagen brauchen wir, dann wird es ja eh bald gewachsen sein. Ja, hoffen wir mal. Sonst muss es halt mal höher dran. Ja, höher drehen bedeutet auch schneller Geld verschwinden. Ja, mei. Wenn Aber wir jetzt hier die naja. ganze Zeit rumstehen, bringt es uns ja auch nichts. Ja, eh nicht. So. Wir haben halt momentan nichts anderes nebenbei zu machen. Wenn wir Kühe hätten und das Ganze, dann kann man das alles nebenbei machen. Haben wir aber nicht. Am Anfang ist es immer so schwierig. Mal ehrlich gestehen. Funktioniert das wenigstens schön? Ja, der Schneidzahlwärm blinkt auch. Das ist gut, oder? Einschwenken, geht alles schön aus. So muss Was das ist da sein. was? Spritverbrauch. Wo sind wir jetzt? Da. Im Wachstum. Oh, da oben ist schon erntereif, teilweise. Gibt große Nachfrage für Sonnenblumen. Juhu, Sonnenblumen. Wir haben keine Sonnenblumen. Ich weiß. Deswegen freue ich mich ja so. Juhu, die Sonnenblume. Bodenbeschaffenheit. Gedüngt. Muss gepflügt werden. Kraut entfernt. Was war ich jetzt hier mit so einem riesen Ding hier? Oh mein Gott, die Feldwege. Hier kann sie gleich bei dem Feld bleiben. Beziehungsweise Ich stehe hier. jetzt hier an Schneidwerk vor. So, stell mal den hier Fahr hin. unterm Hof jetzt hier nochmal. Dann kannst du da schön dingen. Wie sage ich das Sterben der Pflanzen aus? Mäßig. Pflanzenwachstum schnell. Pflanzen sterben aus. Warum kann man Pflanzenwachstum ausstellen? Was soll denn Zum das? Testen. Aha. Geht eigentlich das Ganze höher, es geht nicht höher. Soll ich dann hier runterkommen eigentlich mit dem Kackding? Alter. Geht sich nicht aus, oder was? Das heißt, kann ich mal versuchen, mit dem Schlepper wegzuziehen, das Schneidwagen. Einwirken senken kann ich. Oder eben noch mehr. Ist halt vielleicht doch ein bisschen zu groß gewesen. So geht, schau, wie geht. Schau mal, ist fertig. Auf die Ecke, wo ich anfangen will. Bei mir ist noch nicht reif. Warte mal Ja, aber lieber. ist doch. Es ist grün noch. Also, der aber nur die Ecke, sonst ist es gelb. Nein, bei mir eben nicht. Was haben wir? Schneidwerk senken. So, dann können wir die Kordel hier noch irgendwas damit machen. Jetzt ist es reif. Okay, dann kann man die Zeit Jetzt ist die runterstellen. letzte Ecke auch. 7. So, passt. So, jetzt haben wir gesenkt. Was können wir hier noch machen? Da Mit ist da B so. anschalten. Mit der Maus kannst du die links höher setzen, wenn du willst. Jetzt interessiert er keinen. Doch, doch, ich muss höher. Warum?
Der muss der Höhe der Pflanze angepasst werden. Okay. Das ist wichtig. Ja, hier macht es keinen Unterschied, aber in Real-Life halt. Ja, so circa, ja. Also das quasi von oben runterschlägt. Genau. Damit du so richtig rein frisst in dich. Okay. Sonst Das schiebst du geht es ja ab. vor dich weg. Das war Boss nicht ausfahren. So, weil du dann nimmst das. Nee, das ist ja. Ich hab den dann hingestellt, ich gehe ja mit Ladewagen. Ich teufel dir gleich mit Ladewagen hinterher. Wir wollen trotzdem das Ganze einschalten. Ich muss auch Pickup senden können und hier abladen wollen wir nicht. Okay, wir tun Spur machen. So wieder ordentlich fahren. Ob der zeigt mir rechts unten einen Ballen an. Ob wir Ballen hätten. Immer noch Stroh. Ja. Wie schaut das aus? Können wir ein Geschirr irgendwo zwischenlagern? War falsch. Ne, du kannst es verkaufen. Ja, weil wir werden ja irgendwann mal Stroh brauchen, auch für die Kühe und so. Na, du tust es einfach irgendwo hinkippen. Ja, dann können wir es wieder nicht abladen. Ja, du kannst überall abladen. Der halt aufladen, obwohl wir wieder extra mit Frontload aufladen, ist auch scheiße. Aber ich denke, Warum ist ein du hast doch einen Lager. Schneidwerk? Du hast doch hier einen Ladewagen. Kann man das mit dem da wieder aufsammeln? Ja, warum nicht? Ja, weiß man ja nicht. Normalerweise mit einem Ladewagensystem, also mit Mit Pickup. Förderwagensystem. Weil irgendwann, ja, aber bis wir Kühe haben, werden wir das Feld noch 10-mal machen, glaube ich. Die Felder. Oder die Felder. Ach, cool wäre, wenn es jetzt noch den Mod gibt, um die Spiegel einzustellen. Ich werde mal gucken, ob ich den konvertieren kann. Ja. Okay. Der zieht ja nach. Ja, und was gibt's heute denn so Neues bei dir? Nicht früh was. Das Übliche. Arbeiten, saufen, schlafen. Bei dir? Ja, arbeiten. Und so weiter und so fort. Heute gab's Sekt auf Arbeit. Sekt. Oh. Also auch Ja, saufen. So wie ich gesagt wir habe. haben uns zu Arbeiten, zehnt saufen. eine 0,75 Liter hier Rot Caption Sektflasche geteilt. So ja, arbeiten, saufen, schlafen. Das ist auch der Ja. Lesspiel. Meine Arbeitskollegin hatte Geburtstag. So. Du machst da gerade einen Haufen. Macht einen Haufen, du hast absolut recht. Aber wie fein ich das mache. Und aus dem Grund, weil diese Frau Geburtstag hatte, gab es halt belegte Brötchen und Sekt. Okay. Ja, dann ist sie cool. Und das auf Arbeit. Saufen auf der Arbeit. Okay, warum nicht? Genau. Ist immer was Cooles. Und das noch mit Chef, oder? Ja, mit einer Abteilungsleiter. Kein Mit Chef, Vorbild. ne? Ich arbeite ja im Krankenhaus. Ja, da muss Bei die Praktik. ganzen, alle Chefs nach der Reihe müssen da dort her tanzen und mit Zapfen. Also so mit einem richtig großen Chef? Chefarzt? Warum nicht? Wie lange braucht denn der? Gottes Willen. Schon ein bisschen, ja. Kann natürlich auch immer 5 Minuten warten, aber das will ja auch keiner. Nicht unbedingt, nein. So, dann fangen wir hier so. Ist auf jeden Fall schon mal angenehmer als mit dem anderen Ding.
Geht ratzifatzi schnell.